So, liebe Gäste, wir sind hier. Ich bin heute hier am 12. Ennepetal. Ich werde selber mal Hand anlegen. Normalerweise habe ich meine Monteurin dafür, die Susi, weil die ist heute zu faul. Wenn der Mann hier selbst erscheint, dann muss er auch gleich dran glauben. So, zwar werden wir hier an diesem Fahrrad die Übersetzung verhindern hinten. Das Kettenritzel ist jetzt 22 Zähne, richtig? Werden das, weil das sich jetzt, wenn man ja schon ein bisschen sportlich da Kondition hat, ist das eigentlich zu leicht. Wir werden das hintere Ritzel von 22 auf 20 reduzieren. Jetzt zoome ich das mal dran, damit ihr mal... Oh, sorry, das war jetzt die Katze, die gerade im Weg. So, hier ist das Ritzel, das hat 22 Zähne, ist eine Shimano Nexus Dreigang. Und jetzt werden wir das mal zerlegen. Und dann schauen wir mal weiter. An oder? Gut. So, ich werde das jetzt mal lösen. Ja, ich habe das. Okay. So, ein Stift hier. Schaltstift. Den werde ich jetzt hier mal an der Seite legen. So. Und jetzt werde ich hier, ich hoffe, wir haben hier den Schlüssel. Wenn wir das jetzt mal hier lösen. Einmal. Zweimal. So. Und jetzt müsste schon schauen. Was hast du? So. Jetzt müssen wir hier noch so einen Cut. Ja, ich weiß auch jetzt nicht, wie das, heißt, aber auf jeden Fall ist das Radstabilisierung ist das. Der Rad sich nicht verdreht. Auch ab. So, jetzt müsste eigentlich das Rad rausgehen. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich muss den Schraubenzieher und stopp mal kurz. Jetzt bauen wir das Rad raus. So, schön vorsichtig. Keine Kratzer. So, jetzt haben wir das hier. Dieses Ritzel hier werden wir jetzt austauschen. Erstmal stopp. So, jetzt drücke ich hier den Springring, den gesichert, den drücke ich hier raus. Ja, hier. Und jetzt kann ich das Ritzel rausnehmen. Ritzel rausnehmen, das hier 22, jetzt nehmen wir ein reduziertes auf 20 und bauen das da ein. Erstmal stopp. So, das ist, wir haben jetzt gesehen, läuft schon. Wir haben gesehen, das war jetzt nicht 22, war 20. Ich habe aber Gott sei Dank hier zwei bestellt, einmal in 19 und einmal in 20, richtig? Wir nehmen natürlich jetzt das 19er, also es soll auf jeden Fall zwei Zähne weniger sein. Zwei Zähne weniger und jetzt setze ich das mal hier drauf. So, haben wir ja schon. Jetzt mal stopp. So, jetzt tue ich den Ring da drauf. Moment. Stopp. So, jetzt haben wir den Sicherungssprengring, haben wir jetzt reingemacht. War ein bisschen eine Fummelei, weil ich hatte nicht die richtige Zange. Deswegen habe ich euch das noch nicht genau gezeigt. Das ist ja dann nicht so schön. Aber das werden wir mal nachholen mit der richtigen Zange. Jo, lustig. Und dann, so, jetzt bauen wir das Rad wieder ein und dann werde ich mal testen, wie das, was das so gebracht hat. Machen wir's. Gut, so, jetzt habe ich gesehen, dass da zu wenig Luft ist. Jetzt ist das Rad gerade ausgebaut. Es ist günstig, dass wir das mal eben mitkorrigieren. So, ja, war auch unter 1,5. So 2,5 Atü bis 3 Atü sollten schon rein. Jetzt bin ich bei 2,5. Aber ich hatte schon vor einige Tage mal 3 Atü reingetan. Und scheinen die Schläuche wohl nicht so die besten. So. Ja, gut. So. Mach's mal vorher die Kette drauf vielleicht. Ja, die Kette vielleicht. Das ist gut. Das ist gut angedacht. So. Ah, ja, ist das dran. So. So, jetzt haben wir das Rad wieder drin. Jetzt schauen wir mal, dass die Kette, ja, sieht gut aus. Dann werden wir das, ja,
So können wir das so lassen. Dann werden wir das wieder festziehen. So, nochmal ein bisschen anziehen. Und so. Und jetzt mal das Rad zentrieren. So, Moment. So, bin ich noch nicht zufrieden. Stoppen. Schaltung habe ich wieder arretiert. Das kann man eigentlich gar nicht verkehrt machen. Da gibt es zwei Stellungen, was man richtig und falsch machen kann. Und jetzt wechseln wir die Seiten, damit wir eben so und nicht aus. Alle drei Gänge. Reich, also reichste, dann zweite. Ganz leicht, hier ist schwer. Okay. So, die Übersetzung ist verändert, Probefahrt wurde gemacht und spitzenmäßig, also wirklich hat alles gut geklappt. Jetzt ja, ist die Übersetzung einfach besser abgestimmt und ja, man trampelt sie nicht so unnütz rum. Ende.